Wieso sind wir nicht hier? Waren wir nicht auf einem anderen Planeten? Ah ne, wir sind ja wieder zurückgeflogen. Oh! Toffelino! Hallo! Vielen Dank für dein Abo! Wie geht's dir, junger Mann? Soweit alles gut. Wochenende war zu kurz, aber ansonsten habe ich ja bald Urlaub. Ah ja, geil, geil. Wann hast du Urlaub? Die letzten beiden Augustwochen, ha. So wie ich. Ist ja perfekt. Naja, viel Spaß beim Zocken. Schick mir mal bitte per WhatsApp erneut. Alles klar, danke dir. Nach dem Stream schicke ich dir das direkt rüber. Gar kein Ding. Dann mach's gut, Junge. Mach's gut. So, und wir gucken mal, was hier abgeht. Ich weiß gar nicht mehr. Sollten wir nicht zurück in die Kantine? Oh, guck mal hier. Oh, wo ist das denn? Stelle Dagen im Kobo Observatorium. Zock später auch wieder, ja? Ah, Call of Duty ist ja jetzt im Game Pass, ne? Also wenn das Neue rauskommt, werden wir Singleplayer hier zocken. Mal gucken, wenn es mir gefällt, können wir vielleicht auch mal zusammen spielen. Übrigens, so Multiplayer-mäßig, ne, wenn du Bock hast, also Fortnite ist ja nicht so deins. Helldivers 2 haben wir mittlerweile ab und zu mal im Programm. Und Sea of Thieves immer noch, ne, also nur so als Hinweis, wenn du mal Bock hast. So, da sollen wir hin. Wo ist das denn? Verdammte Axt. Ach, guck mal, da müssen wir durch. Ist das dann... Ach, ist das nicht diese grüne Tür, wo wir nicht reingekommen sind am Anfang? Ja, und Toffel, machst du was im Urlaub? Geht's irgendwo hin? Nicht richtig? Ja, wallo. Ne, das Stück kenne ich aber noch nicht hier. Aber ich finde das faszinierend, Toffel. Wenn du abonnierst, zählt das bei mir nicht. Der Counter geht einfach nicht hoch. Was ist bei dir anders? Hast du irgendeine Zusatzoption oder so auf Twitch? Ich kenne mich da ja nicht aus. Müssen wir mal rauskriegen. Okay, wenn ich da lang muss. Muss ich doch, ne? Ja. Dann gehen wir mal hier gucken. Boah, es ist dunkel. Naja, ich glaube, da gehen wir jetzt mal nicht lang. Gehen wir doch erstmal hier den normalen Weg. Ich weiß, ich weiß. Komm schon, das wird schon. Was? Achso. Ich dachte eben, wer redet denn da? Alles okay? Die Tiere hier werden nervös, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gelernt, ihnen zu vertrauen. Geht ihr auf den Berg? So sieht's aus. Keine Ahnung, ob das verrückt oder mutig ist, aber passt dort oben auf euch auf, ja? Mach ich. Also ich meine, wenn ich dann auf dem Handy gucke, in der Twitch-App, dann sehe ich, dass ein Abo da ist und dass es auch vergütet wird. Aber das ist hier im Counter einfach nicht. Komisch, komisch. Vor allem hier steht jetzt 5 Subs. Mit dir jetzt sind es eigentlich 7. Ja, genau, weil du ja Swoopylicious einen Sub geschenkt hast. Den zeigt er mir auch nicht an. In der App ja, aber sonst nicht. Alter, was ist das denn? Kann man das fahren? Ah, ne, da sitzt einer. Ah, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Was bist du? Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steff genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoons Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoons Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an.
Endlich wird unser Waschbecken unser Aquarium mal gesäubert. So, und ich habe gehört, der hat Special Missionen. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgift, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ha? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuvers Death. Kartoffel, kennst du noch Quantum Break? Seefisch, neuer Fisch entdeckt. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube nicht. Dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scuvers Death. Ja, ich zieh's mal durch. Aufsperren und dir die Geschichte von Scuva anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Das scheint so bei einigen Figuren zu sein, wenn man sich die ganzen Storys anhört, werden weitere Missionen freigeschaltet. Keine Geschichten erzählst, finden wir. Na schön. Neueren Fähigkeiten und bla bla bla. Weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita, meiner Heimatwelt. Nächte schwarz wie Quellfischinnereien, Winter so kalt, dass ein ernster Blick dich in Glas verwandelt. Wohl nicht der einfachste Ort, um aufzuwachsen. Schwierig. Ei, vom Zeitpunkt, als einem die Muttermilch auf der Zunge einfriert, bis zum Moment, wo du im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten, wie Fähnchen im Wind. Eine so seltene Beute zu angeln ist, wegen der großen Fischknappheit, kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen. Alter Toffel, hast du für 4 Monate abonniert? Sehe ich das richtig? 4 Monate auf einmal? Also früh entdeckt. Ich hatte so viel Talent, dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undern. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Okay. Das will ich mir jetzt nicht alles anhören. Tatsächlich. Wo soll man hin? Da hinten soll man lang. Okay, also hier rüber. Tudum. Was liegt da? Nichts. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Dunkel. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Halt, falsches Schwert. Wer war das? So, genau. Dann ist heller. Was war denn RB? Warum hat er mir RB angezeigt? Was macht das? Keine Ahnung. So. Ah ja. Ein Echo. Ist das ein Dodo? Jetzt ist er nicht mehr Dodo. Jetzt ist er weg, weg. Nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. So, wir müssen da oben rein, ne? Ja. So, und hier ist... Da geht's nur weiter... Oh, ja, da liegt was.
Ich hab noch einen Klumpen gefunden. Und neue Samen. Oh, wow. Okay. Die können wir hier nichts anhaben, dann brauchen wir jetzt nicht speichern. Hacken. Dein Auftritt, BD. Immer präzise. Beschädigte Sicherheitsdruiden kann man hacken. Ist ja cool. Da sind wieder Dodos. Ah, und da ist ein Sicherheitsdruid. Aua. Oh nein. Okay, ich muss dann meine Angriffswelle unterbrechen, damit ich den hacken kann. Da muss ich vorsichtig sein mit der Knopfdrückerei. Da drücke ich nämlich gern viel zu oft drauf. Oh, guck mal. Ach so, nee. Das ist der Speicherpunkt. Was gibt's hier noch? Irgendwas versteckt? Nee. Okay. Oh, halt. Noch mehr Dodos. Was gibt's hier? Nicht gut. Oh, oh. Identifiziere mit. Dich! Ich habe gehört, es war die Landkarte. Wurde abgeschossen, als sie die Basis verlassen wollte. Ich weiß gerne warum. Sie muss was Gutes an Bord gehabt haben. Die sind doch nicht so klein, die TIE Fighter, oder? So, was ist mit dir? Oh. Neue Farben. Okay. Hä? Komm ich denn wieder hoch? Naja, reicht. Oh, guck mal, eine Tür. Oh. Ja, da können wir ja mal eben rein. Da bekommst du doch Zustände in so einer Kiste. Ja, ne? Also, dass sie so klein sind, hätte ich nicht gedacht. Oh! Okay. Nein! Oh. Was ein Glück. Oh, oh, oh. Aber voll veralbert. Ein Nest voller Schauderpeden. Grease wird diese Geschichte lieben. Der Bart. Schnorres. Hast du was entdeckt? Eier. Sieh dir das an. Wir brauchen Eier. Kann man nicht kaputt machen. Okay. Ha. Profi. Ich weiß, dass du da oben bist. Ja, ich bin hier. Oh, Flammenwerfer. Ja, du bist erledigt. Ah. Frühstück ist gesichert. Wow. Als ich in Australien war, ne? Stell dir ein Rührei vor von einem Straußenei. Alter, du kannst richtig fühlen, wie der Cholesterinspiegel steigt beim Essen. Richtig viel. Aber geil.
Ist Verbindung zu Chat? Was los? Willkommen im Chat. Ich habe gerade die Verbindung zum Chat verloren. Ich hoffe, das Stream läuft noch. Ich sehe ja nichts. Zeigt er mir nicht an. Chat lebt. Okay, gut. Muss ich darüber? Bestimmt, ne? Tadam. Was? Ein Dodo. Aktuelle Posi. Naja, da ist auch noch irgendwas drin. Kommen wir da auch wieder zurück? Ah, da sind wir rüber. Okay, gucken wir mal. Wenn wir schon mal da sind, ne? Tadam. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Was heißt? Licht. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. So, was geht? Sehen wir nach. Schön ist das nicht. So, haben wir eine Abkürzung? Blaues Licht. Und was macht es? Blau. Ich muss mal angewöhnen zu blocken, wenn mich so ein Vieh überrascht, anstatt zu schlagen. Das dauert zu lange. Hallo. Tschüss doch. Ja, ich komme rüber, Leute. Bring das zu Ende. Eingeborene, genau. Hey. Hörst du auf? Oh, hast ein 6-Wacht-Kombo gemacht, doppelt. Okay. Ist da was? Nee, täuscht. Okay. Okay, machen wir hier. Alles klar, Torben, bis gleich. Hier wimmelt es von Imperial. Ich muss einfach weiterklettern. Der hat mich angerotzt. Hörst du auf? Irgendwie einen lauten Eindruck, ja? Na, ist okay, lassen wir so. Samen noch mit. Was haben wir hier? Aha. Sieht nach noch einem Klumpen aus. Okay, so, warum hier? Aha. Den können wir in Thomas Laden mitnehmen. Verkaufen. Ach, der Thomas.
Okay. Oh. Das hätte auch ins Auge gehen können. Die Raiders haben dem Imperium Angst eingejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Neblige Weite. Was seid ihr? Aha. Sind wir jetzt bei der Ewoks? Sieht aus wie so ein Ewok-Baumhaus aus The Force Unleashed. Ah ja, da geht's dann weiter, okay. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir gehen erstmal da runter. Wo sollen wir denn hin? Da hinten. Okay. Okay, das heißt, wir könnten auch da und hier und so. Okay, gehen wir erstmal da runter. So, zwei Fähigkeitspunkte. Da können wir doch bestimmt was mit anfangen. Ja. Ich glaube, Macht wird langsam ein bisschen wichtig. Was haben wir denn hier? Kanalisierte Energie. Kell regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Ja. Ist okay. Kells maximale Macht erhöht sich noch einmal. Ja, ich glaube, das sollten wir jetzt mal benutzen. So langsam brauchen wir die. So. Wow, was war das denn? Okay, jetzt müssen wir uns gerade mal ein bisschen umgucken hier. Ah ja, das wird eine Abkürzung. Okay. Aber geiles Ambiente hier. Das sieht so ein bisschen aus wie... auf welchem Planet war das? Wo, Luke mit Yoda trainiert hat? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, sollen doch erstmal da hoch. Na, hier, komm. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ja, ist doch sehr neblig. Kurz checken. Ja, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Oh. Dort tote Sturmtruppler. Da war jemand vor mir da. Oh. Ich habe Yeti gesehen. Sasquatch. Bigfoot. Hallo. Aufhören. Boom. In your head. Ich wusste, dass etwas faul ist. Toller Fund. Ja. Boah, der Nebel ist krass, ne? Apropos Nebel. Schau ja hin. Ja, reparieren kann ich es aber nicht, nein.
Oh, was ist hier denn? Mordor. Eine imperiale Fähre. Wer weiß, mit welcher Fracht sie abgestürzt ist. Wir sollten definitiv nachsehen. Das finde ich auch. Was ist hier? Hallo? Echo. Ah, man hätte hier auch einfach reingehen können. Hätte man den Eingang gesehen. Lauf, Shanna! Wir müssen weg! Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Ah, nee, das ist sogar der richtige Weg. Was habe ich da angehoben? Ah, eine Kiste. Okay, runter. Entrücktheit. Okay. So, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Das reicht nicht. Können wir darüber? Ah, das müsste reichen, oder? Easy. Aktivieren. Sicherer Danke. Als zu Fuß. Noch eine Kiste. Ja, komm. Unterlippenbart. Okay. Vielleicht kriegen wir doch noch unseren Goatee. Ah ja. Juhu, klettern. Jetzt sehe ich das Ding hier. Und fühle mich verlockt, da hinten lang zu gehen. Ja, das so und dann loslassen, ne? Uns kann nichts aufhalten, oder? Aha. Die würden sicher perfekt in den Garten Stachler. Passen. Okay, kann ich auch wieder zurück jumpen? Ja, sicher. Oh. Na, zum Glück hat er die Macht. Sonst würde er da jetzt runterfallen. Ist wieder so ein Teil. Mach's kaputt. Nein. Sie hatten nicht Unrecht. Es ist fast so, als würde der Berg selbst nicht wollen, dass wir hier sind. Ah. Der Berg ruft.